Ihr seid die Besten auf euren Gebieten. Die besten Soldaten, Strategen, Minenleger, Kommunikationsspezialisten, Überlebensexperten. Ich habe euch persönlich auserwählt, weil ich will, dass ihr die besten Kommandos der Galaxis ausbildet. Ihr werdet alles haben, was ihr braucht, was immer ihr auch wünscht, bis auf eines, ein Zuhause. Dies ist ein streng geheimes Projekt. Ihr werdet niemandem sagen, wohin ihr geht, und ihr werdet Kamino nicht verlassen. Nie mehr. Was eure Freunde und Familien betrifft, so seid ihr bereits tot. Jango Fett, bei der Rekrutierung seiner handverlesenen Kommandoausbilder, den Kui Vuldar im Mandalorianischen, die nicht länger existieren. Ja, und jetzt wisst ihr auch, wer die guten Kommandos ausgebildet hat, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Commando. Hier auf Kashyyyk im Kampf gegen die Trandoshaner und im Kampf gegen die Zeit, weil uns die Separatisten hier die Brücke abspenstig machen wollen. Gut, rüber geht's auf die andere Seite hier. Angriffsformation einnehmen. Angriffsformation ja, einnehmen. Tür rausspringen. Ja, Sir. Hallo, Trando. Das war lustig. Platziere Detonator. Schon raus. Ich übe. Stirb. Ach, jetzt kommen die hier noch von der Decke. Los, Gegner eliminieren. Ganz nett. Und weg, yeah. Weg. Also kommt, die sind ja wohl keine ernste Bedrohung hier. Trando-Einheit beseitigt. Und noch einer. Dort hinten noch ein Söldner. Ist schön, formiert euch. Geh in Deckung. Gut, hat's hier noch was? Außer diese Bakterspender? Nein. Schöne Wookie-Bildschirme, die uns aber nur leider nicht weiterhelfen. Hier noch eine Chill-Out-Lounge, ein Thron oder was auch immer. Hier können wir residieren, wenn wir nicht gerade so beschäftigt werden mit diesen Trandoshanern und den Separatisten, die auf uns warten. Weiter geht's, Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Wir müssen diese Piss aufhalten. Wir wissen ja wohl nicht, wie ihm geschehen ist hier. Die Sklavenhändler sind auch nicht gerade die intelligentesten. Hier Muni. Ach komm, weißt du was? Sonst noch was? Ach, diese Trandoshaner könnte man hier ja nicht nehmen. Tot. Logischerweise ist er tot, das ist ja wohl klar. Die haben hier wirklich seltsame Sachen hier rumstehen, die ist aber egal. Weiter geht's. Achtung, seid ihr im Anmarsch! Weitere Söldner im Anmarsch hier. Aufpassen, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Barrikade. Hier jemand dran. Weg, Engelchen! Hier in Position! Da! Da! Eliminiert. Und nächste Echse eliminiert. Zwei auf einen Schlag. Einer weniger Kommando. Hier jemand dran. Machen wir es von hier aus. Wer gehört mir? Die kommen schon von den Seiten. Alles richtig klar, lästige Mistviecher. Ja. Ich finde auch gut, dass man noch schießen kann, während man hier am Nachladen ist. Weil es wäre sonst ultra mühsam, wie in gewissen anderen Spielen noch warten zu müssen. Okay, das hat. Ich glaube, hier hängen die Wookies schon von den Brücken runter. Delta, formieren Sie sich! Ich bin aus dem Lehrbuch. Aber hier ist eine Wookie-Armbrust. Also weiter geht's. Roger. Aufpassen, hier könnten noch weitere Trandos lauern. Eine Menge Trandos und bald wohl auch Druiden. Bis zum... Ja, ist ja gut. Kann sonst eh nix. Weil wir ja Republic Commander sind und vom Mandalorianer ausgebildet wurden. Also ab ins nächste Level. Eine Brücke zu weit. Ja, zu weit entfernt wohl. Das ist Ihr Ziel, Delta Team. Wenn wir die Separatisten hier aufhalten können, können wir Kachiro halten. Sie müssen in der Mitte des Bogens einen Sprengsatz platzieren. Ach, und Sie sollten den Bogen evakuieren, bevor Sie die Ladung zünden. Oh ja, das wäre noch was. Weil wir wollen ja nicht auch noch drauf gehen, wenn wir hier die Brücke in die Luft springen. Okay, das ist wohl die Brücke. Dann speichere ich hier mal kurz, weil... Naja, ihr werdet es gleich sehen. Ich werde wahrscheinlich wieder mal übelst abkratzen hier. Okay. Auf eure Positionen! Wir scheinen uns dem Kernstück der Separatisten zu nähern. Hier kommen Drohnen und sonstiges Gesocks. Wir haben einen erwischt, 3-8. Und das was? Also, auf sie! Arbeit, komm schon, stirb du scheiß Droide! Wie ist Ihr Status, 2-8? Schwere Gefechte mit Droiden, aber wir haben alles im Griff. Hier weg, du Droide! Mistiger Mist! Delta wurde verwundet! Delta am Boden! Die
Oh oh. Metallmonster. Nur 4 ist am Boden. Ja, jetzt wird's heftig. 999. Ziel eliminieren. Dieses Geschütz ist das Wichtigste hier. Sie haben Fixer. Okay, okay, das wird jetzt nicht leicht hier. Puh. Wir werden nicht mal sie eine Überlänge machen hier. Können wir sofort ran. Jetzt geht's los. Jemand muss noch den guten 4-0 helfen. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Geh in Position. Das werde ich gleich übernehmen. Oh Mann. In Position. Heilen, heilen, heilen. Los, 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 los. Delta 4-0 ist bereit. Ich gehe ins Geschütz. Kümmern mich um die Droiden. Medikamente, schnell. Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. Roger, platziere Sprengsatz. Ziel eliminieren. Ich kümmere mich hier schon um die Droiden. Los, mach schon, Fixer! Subjekt terminiert. Puh. Das läuft zumindest schon mal besser als beim ersten Mal durchspielen. Los, mach hin, Fixer! Ihr holt euch auch den. Na, das kann ja was werden. 5 Sekunden, jawoll! Komm schon, geh down! Ist nicht besser. Dann der nächste. Hier, Kirn, Kirn, Kirn. Los, hier ran. Geh hier weg, du Mist, der Typ kommt von dir. Aber solange die sich auf mich konzentrieren, kann es mir ja egal sein. Wir machen die Körperkisten an. Hier jemand ran. Los. Delta 4-0 braucht Hilfe, bin unterwegs. Ich bin schon im Geschütz und kehre hier so gut es geht. Mann, das Geschütz ist ja auch. Wow. So schlecht. Ich habe hier zum Glück eine gute Deckung. Hier haben wir dran. Umstrukturierung initialisieren. Scott, machen Sie scharf. Na gut, das funktioniert zumindest schon sehr gut. Bingo, dann helfen wir noch etwas nach. Vielleicht nützt ja was. Machen, Sprengsätze scharf. Hab's eigentlich noch nie so richtig probiert, ob das auch so geht. Los. Deckung Deltas. Dann gehe ich wieder hier rein und dann wäre es das gewesen. Dann kümmert euch um die letzten Ruinen, solange ich hier das Geschütz rumschwenke. Das war doch leichter als erwartet. Boah, also damals, wie oft ich hier draufgegangen bin, einfach nur übel. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad-Soldat. Hole Bagdad, Sir. Die Fixer. Du hättest fliehen sollen, Blödmann. Boah, das wird übel. Für mich 7 hier ran. Position ändern, Delta. Gut, gut, hier hat sie irgendwelche Scheinwerfer und sonst was, aber wir haben die Brücke von Shiro tatsächlich in ihrer Mitte erreicht. Boah. Puh, das war jetzt heftig. Na gut, dann würde ich sagen. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Platziere Sprengsatz. Ich brauche Deckung. Wir haben es uns verdient. Nur noch ein paar Sekunden. Hier kommt wohl niemand mehr. Bei endgenialer Mandalorianischer Musik. Und jetzt sprengen wir die Brücke. Eine Fehlzündung? Wo kommt diese Sprengladung her? Sie müssen die Brücke auf anderem Weg zerstören. Haben Sie noch anderen Sprengstoff? Nichts, was stark genug wäre. Tut mir leid, Boss. Vergessen Sie's. Unter der Brücke verläuft eine Treibstoffleitung. Eine gut gezielte Rakete müsste reichen. Einen Moment, ich ermittle die beste Abschussposition. In Ordnung, versuchen Sie es mit dem Fenster rechts über der Tür. Okay, dort hat ein Fenster. Dann nehmen wir uns das auch vor. Und schauen, ob wir diese Brücke auf. Damit ich euch helfen kann. Position. Hier. Hackprotokoll initialisiert. Moment noch. Irgendetwas Großes nähert sich. Hoffentlich ist das kein Spinnendroide. Ignoriere Befehl. Hier ja. Jemand ran. Los, anders geschützt, Delta. Oh, wie ein Spinnendroide ist. Ja, toll. Na gut. Das lässt sich ja wohl auch noch machen. Ziel eliminieren. Viel Spaß, das Geschütz friemelt den hier auseinander. So ordentlich. Der Rest muss hier einfach aufpassen. Genauso wie ich auch. Granaten sind hier noch rum. Ja, ja, den schaffen wir auf jeden Fall. Kein Problem hier.
kurz einkreisen, da ist der Strodo, um hier mitten in unser Feld rein zu marschieren. Ach, warte. Haben wir noch was Gescheites hier rumfliegen? Nicht alle nach. Na egal, der ist eh down. Kurz die Munis noch leer ballen hier. Unterwegs. Achtung, Entdeckung, Leute. Treffer bestätigt. Roger, nein, mit Dura 7. Schön. Danke, wir haben hier noch ein nettes Team. Selber Team formiert sich. Aufpassen. Da kommt Droidecast, aufpassen. Draufhalten. Na gut. Unsere Muni geht langsam auch schon aus. Noch ein paar wenige Kampfdroiden hier. Na ja, kommt, die schaffen wir. Oh. Okay. Zuerst. In der Position, Boss. Hier heilen. Sie, oh, Bacta, ran, jetzt. Roger, hole Bacta. Bin unterwegs, Teamleader. Bin wieder fit. Das hat geholfen. Gut, dann nehmen wir keine Zeit einnehmen. Und schauen, Roger, dass wir die Separatisten aufhalten können. Das möchte ich doch schon gerne noch heute machen. Hier muss irgendwo ein Raketenwerfer sein. Finden Sie ihn. Schon bei. Übernehmt ihr den? Ich übernehme hier den Raketenwerfer. Dann würde ich sagen, lasst uns das angehen. Die Frage ist bloß, wo ist dieses dämliche Fenster? Ah, da oben. Dann müssen wir doch noch ein paar Treppen hinaufsteigen ans Fenster. Dann würde ich sagen, auf gut Glück. Wollen Sie nicht ein bisschen Munition für den Feind aufheben, Sir? Eigentlich schon, aber wir müssen diese Brücke hier in die Luft jagen. Das wär's. Brücke ist down. Dann würde ich sagen, können wir die Separatisten kommen lassen. Und zwar in der nächsten Folge geht's hier um den Wookiee-Aufstand. Aber als erstes das nächste Mal. Das war Let's Play Star Wars Republic Commando von Captain Wookiee. Bye bye.